Ja, da sind wir wieder. In der letzten Folge wurde Elaine entführt. Wir müssen jetzt halt erstmal beweisen, dass wir ein wahrer Pirat sind. Dazu gehen wir mal in die Scamba, die irgendwie leer ist. Halt, ein Krug, guck mal. Den nehmen wir mit. Ist da noch ein Krug? Den können wir alles mitnehmen. Juhu. Noch ein Krug. Geh zu Vorhang. Oh nein. Da ist noch ein Krug. Bevor wir mit dem Koch reden, nehmen wir den Krug mit. Und wir nehmen natürlich den Krug mit. Und wir reden mit dem Koch. Was ist los, alter Trunkenbold? Die Gouverneurin ist weg. LeChuck und seine Geistercrew haben sie geholt. Sie schleppten sie aufs Geisterschiff und segelten los. Sie war so gut zu mir. Hat immer die Warnungen vom Gesundheitsamt verloren. Natürlich gegen kleine Gefälligkeiten. Was wird nur aus meinem Geschäft? Oh, es kommen schwere Zeiten. Wie kann ich sie retten? Du brauchst ein Schiff und segelst dir nach. Das Versteck der Geister ist auf Monkey Island, das weiß doch jeder. Frag nicht wieso. Du musst nur den Weg dorthin finden. Wo kriege ich ein Schiff her? Nein, Stans gebraucht Schiff, Wasser, wie jeder andere auch. Sag ihm, ich hätte dich geschickt, wir sind alte Freunde. Genau, ich bin schon weg. Viel Glück. Und trag immer lange Unterwäsche. Und warme Socken. Und vergiss nicht zu schreiben. Lebo, ist das klasse. Nun, wir haben 5 Krüge dabei. Ich weiß auch schon, was wir damit machen müssen. Aber ich sag's euch nicht. Haha. Edge Badge. Nein, natürlich sage ich's euch nachher. Doch, jetzt schauen wir mal da lang. Die sind immer noch da. Okay. Ja. Wir gehen doch mal zuerst zu Stan. Dieser müsste ja jetzt auch da sein. Nun müssen wir doch wirklich da hinterher segeln und die Gouverneurin retten. Alles bleibt immer an uns hängen. Mist. Scheiße, aber sonst hätten wir auch nichts zu spielen, ne? Wäre auch blöd. So, hier ist der olle Speer. Und hier ist der Gebrauchtschiff-Bazar. Howdy! Ich bin Stan von Stans Gebrauchtschiff-Bazar. Und ich stelle mich auf den Kopf, um Ihnen ein gutes Geschäft zu machen. Was für eine Art Schiff suchen Sie? Groß, klein, schnell, langsam. Was Sie auch wollen, ich habe es hier. Und wenn ich es nicht habe, beschaffe ich es. Ich will ein Geschäft machen, mit dem Sie zufrieden sind. Denn wenn Sie nicht zufrieden sind, bin ich es auch nicht. Aber ich weiß, dass Sie heute zufrieden hier weggehen werden. Wieso ich das weiß? Schauen Sie sich nur all die Schiffe an. Ich habe etwas für jeden Geschmack. Kommen Sie, sehen wir uns mal um. Also, legen Sie los. Was wollen Sie sich als erstes ansehen? Was süße Blaue bei Ihrem Büro gefällt mir. Das süße Blaue. Natürlich. Es ist ja auch mein eigenes. Und es ist unverkäuflich. Was darf ich Ihnen sonst noch zeigen? Ich kann leider nicht allzu viel anlegen. Keine Angst. Jedes Schiff hier ist ein einmaliges Angebot. Aber für den wirklich kleinen Geldbeutel, ich habe genau das, was Sie suchen. Folgen Sie mir. Das hier ist die berühmte Sea Monkey. Das einzige Schiff, das zu Monkey Island gesegelt und mit dem wieder jemand zurückgekommen ist. Aber ich sollte besser sagen, etwas.
Sehen Sie, die Vorbesitzer dieses Schiffs waren zwei abenteuerlustige Piraten. Wie viele andere zuvor setzten sie Segel, um das legendäre Geheimnis von Monkey Island zu finden. Und wie alle anderen zuvor sind sie nie zurückgekehrt. Ihr Schicksal ist ungeklärt. Fast genauso geheimnisvoll sind die Umstände, unter denen dieses Schiff ohne eine Menschenseele an Bord zurückkam. Einige behaupten, eine Gruppe Schimpansen wären da an Bord gewesen. Schimpansen? Es gibt keine Schimpansen in der Karibik. Trotzdem gibt das eine ganz gute Geschichte ab, oder? Immerhin ist dieses Schiff nun hier bei mir. Natürlich nur so lange, bis mir jemand ein Angebot macht. Wie viel können Sie zurzeit anlegen? Oh, nicht mehr als 174 Goldstücke. Verstehen Sie? Das ist ein wirklich gutes Sonderangebot. Aber trotzdem kein Geschenk. Ich glaube nicht, dass Sie genug Bargeld für ein solches Geschäft mit sich führen. Sie haben nicht vielleicht eine andere Möglichkeit der Finanzierung? Eigentlich wollte ich was auf Kredit kaufen. Das tut mir leid. Sei weder Gläubiger noch Schuldner. Das ist eines meiner Prinzipien. Wenn Sie Arbeit haben, birgt der Gemischtwarenhändler in der Stadt vielleicht für Sie. Dann könnten wir darüber reden. Solange natürlich sich keine andere Art der Finanzierung ergibt. Okay, genauer betrachtet ist das nicht ganz das Richtige. Na gut, aber heute kommen mindestens noch 5 weitere Interessenten. Rechnen Sie nicht damit, dass es noch da ist, wenn Sie wiederkommen. Also, was kann ich Ihnen als nächstes zeigen? Beste Schiff, nicht... Ja, wir müssen noch nachdenken. Natürlich, denken Sie noch einmal darüber nach. Ich will Sie ja nicht unter Druck setzen. Auf Wiedersehen. Also, eine Bürgschaft vom Gemischtwarenhändler brauchen wir. Natürlich. Huch, ich habe Ihnen noch keine Karte gegeben. Und hier ist noch etwas, um Sie an mich zu erinnern. Ein Kompass? Ein super starker Magnetkompass. Mit Ihrem Bild auf der Kompassrose. Genau. Er zeigt immer genau hierher. Also wenn Sie nach einem guten Geschäft suchen, wissen Sie, wo Sie hin müssen. Ich bin noch da, wenn Sie wiederkommen. Aber ob die Schiffe dann noch da sind, kann ich nicht versprechen. Gut. Die gehen heute wie warmer Grog. Jawohl. Kann kaum etwas auf Lager halten. Er kommt wieder. Natürlich kommen wir wieder. Aber erst, wenn wir uns eine Bürgschaft vom Gemischtwarenhändler geholt haben. Ja, ja. Ob wir diese so einfach kriegen? Das ist die Frage. Gehen wir in die Stadt hinein. Gehen wir in die Tür. Guten Tag. Hey, wo bist du denn? Ich laufe durch die... Ja, ja, den Schwertmeister zu arrangieren. Der übrigens meint, du solltest dir das abschminken. Und als ich wiederkomme, bist du weg. Mal sehen, ob ich dir je wieder einen Gefallen tue, undankbarer Ladendieb. Was willst du denn? Ja, ich hätte gerne eine Bürgschaft für einen Kredit. Das bist du, oder? Hast du eine Arbeit? Yep. Gut, gut. Ich hole eins meiner Formulare und dann füllen wir es aus. Rechts hoch, rechts hoch. Lass mal sehen. Was meintest du, wäre dein Beruf?
Ich reinige Schiffe Instanz laden. Ich reinige Schiffe Instanz laden. Da habe ich jahrelang kein sauberes Schiff mehr gesehen. Entweder lügst du oder du bist ein lausiger Arbeiter. In beiden Fällen traue ich dir nicht. Okay, Mist. Dann klauen wir uns so ein Formular. Rechts, hoch, rechts, hoch. Was willst du noch? Wir wollen mit der Schwertmeisterin reden. Ja, darauf falle ich nochmal rein. Oh, bitte. Ich mache diesmal auch keine Dummheiten, ich verspreche es. Ich glaube, ich könnte den ganzen Weg bis dahin wandern. Mal wieder. Bin gleich wieder da. Ja, kein Thema, Knacker. Komm, hau ab. Ja, machen wir nicht. Wir klauen uns nur so ein Formular. Rechts. Hoch. Nein, jetzt habe ich wieder gedrückt. Mist. Jo. Also. Rechts. Hoch. Rechts. Und hoch. Da ist nichts drin, bis auf diesen Zettel. Juhu. Wir haben eine Bürgschaft. Wir haben eine Bürgschaft. Schublidu. Holen wir uns ein Schiff. Ja. Oh, wenn es nicht alles immer so weit zu laufen wäre. Ach, ich find's klasse. Ja, gut. Gebrauchtschiff-Bazar. Holen wir uns ein Schiff. Die, wie hieß sie? Ich weiß nicht mehr. Howdy! Schön, Sie wiederzusehen. Ich wusste, Sie würden wiederkommen. Alle meine Kunden kommen wieder. Ahnen Sie, warum? Schauen Sie sich nur all die Schiffe an. Ich habe etwas für jeden Geschmack. Kommen Sie, sehen wir uns mal um. Ja, ich will das da hinten. Das da hinten. Also, was kann ich Ihnen als nächstes zeigen? Komm, ich will das beste Schiff, das Sie haben. Schön, einen Mann zu treffen, der Qualität so sehr schätzt wie ich. Ich habe genau das, was Sie suchen. Folgen Sie mir. Das hier. Dieses Schiff ist eines Königs würdig. Wir reden hier von 15 Luxuskabinen, alle mit offenem Kamin. Zwei Swimmingpools, einer innen, einer außen. Nicht zu vergessen der drehbare Tanzsaal. Und der beheizbare Ausguck. Alles in allem 80 Meter schwimmende Dekadenz. Und alles zu einem irrsinnig günstigen Preis. Wo wir von Geld reden. Über welche Preislage reden wir? Hier, Bürgschaft. Ich habe eine Bürgschaft vom Gemischtwarenhändler. Die würde ich normalerweise annehmen. Wirklich, ganz ehrlich. Normalerweise. Aber nicht für die Summe, die sie dieses Schiff kosten würde. Vielleicht wäre eines der anderen Schiffe eher in ihrer Preisklasse. Also, was kann ich Ihnen als nächstes zeigen? Na gut, dann doch das da hinten. Könnte ich das ganz billige nochmal sehen? Ich wusste es, ich wusste es.
Sie kriegen es einfach nicht aus dem Kopf, oder? Folgen Sie mir. Ich hätte ja gerne hier so links dieses Wikinger-Schiff, ja? Das ist schon irgendwie cool. Schwer, dieser Anziehungskraft zu widerstehen, oder? Wie viel können Sie zurzeit anlegen? Ich habe die Bürgschaft. Die nehme ich gerne. Ihr Kredit ist immer gut bei Stans. Hier interessiert es nicht, ob Sie Probleme in der Vergangenheit hatten. Kurze was? Spielsucht? Wieso sollte ich darüber richten? Denn wenn der Gemischwarenhändler Ihnen so sehr traut, dass er für den Kredit bürgt, dann müssen Sie doch einfach ein ehrlicher Mann mit Einkommen sein, oder? Genau. Kommen wir zur Sache, ja? Ich weiß, Sie wollen es. Sie wissen, Sie wollen es. Und ich weiß, dass Sie wissen, dass ich es verkaufen will, also... Reden wir über Extras. Ich mir nur was, glauben Sie, was... Ja. Reden wir über Extras. Extras? Sie wollen Extras? Prima, dieses Baby hat Extras ohne Ende. Zum Beispiel, habe ich Ihnen von den Steuerbord-Entnebelern erzählt? Stan, das klingt sehr nützlich. Und ist auch das Geld wert. Deswegen ist es ja auch im Preis mit inbegriffen. Aber es kommt noch besser. Habe ich Ihnen vom Anti-Rutsch-Anker erzählt? Ja, das klingt sehr nützlich. Und ist auch das Geld wert. Deswegen ist es ja auch im Preis mit inbegriffen. Aber es kommt noch besser. Habe ich Ihnen vom lederbezogenen Steuerrad erzählt? Na, das braucht man nicht echt nicht. Ich glaube, ich kann auch ohne diesen Müll leben. Nun, es wird auch ohne auf dem Wasser schwimmen. Gerade soeben. Aber es kommt noch besser. Habe ich Ihnen von der Velour-Segelabdeckung erzählt? Ey, können wir das nicht abbrechen hier? Genug über Extras. Danke. Okay, wo waren wir? Ich möchte Ihnen ein Angebot machen. Prima. Wie viel? ...2000 Goldstücke. Natürlich, wir können ganz unten anfangen. Ich habe den ganzen Tag Zeit. Nächste Woche kriege ich eine neue Kollektion rein, also haben Sie mich am Kragen. Ich muss dieses Schiff verkaufen, selbst wenn ich dabei mein Hemd verliere. Ich möchte Ihnen ein Angebot machen. Gut, dann gehen wir gleich mal ein bisschen höher. Oh, die 4000 Goldstücke. Na gut, 4000 Goldstücke. Das klingt schon besser. Aber nicht sehr viel. Ich weiß, Sie könnten ein besseres Angebot machen. Sagen Sie einfach, was Sie davon abhält, heute noch mit diesem Schiff loszusegeln. Eventuell, dass es ein bisschen Schieflage im Wasser hat? Ja, mach mal halt die 5000. Ja, prima. Wie viel? Ja. Meinetwegen, 5000 Goldstücke, mein letztes Wort. Das klingt schon besser. Aber nicht so... Wie, nicht so... Hä? Nein, 5000. Dass solche Qualität heute nicht mehr gebaut wird. Was glauben Sie, was es wert ist? Sie können heute noch loslegen für nur 8050 Goldstücke. Wie klingt das? Ich möchte Ihnen ein Angebot machen. Prima, wie viel? Hallo? 5000? Inflation arbeitet in die andere Richtung. Partner, Sie können mir die Wahrheit sagen. Es ist Ihre Ehefrau, nicht wahr? Sie haben Angst, was Sie sagen könnte, wenn Sie mit einem neuen Schiff nach Hause kommen. Seien Sie kein Feigling. Stehen Sie dafür ein. Sie wird Sie respektieren. Und wenn sie das Schiff erstmal sieht, wird sie Sie noch mehr lieben. Vertrauen Sie mir. Ach so, warte mal, was soll denn, wenn ich das mache?
Nun warten Sie mal einen Augenblick. Gehen Sie nicht wütend davon. Ich bin sicher, wir finden einen Weg. Nun, vielleicht haben Sie recht. Ach ja. Ich verstehe Sie nicht. Ich dachte, Sie hätten Interesse an diesem Schiff. Hab ich auch, aber ich will... Machen wir mal das hier. Also wenn ich alles ablehne... Ich glaube, ich kann ohne diesen Müll leben. Na klar, mit leichtem Gepäck reisen, kein Problem. Aber bedenken Sie, wie hässlich eine Meuterei sein kann. Aber es kommt noch besser. Habe ich Ihnen von dem Eiswarner erzählt? Du wirst nicht die Titanic, ja? Weiß Ihre Frau, was für ein Geizkragen Sie sind. Aufzug. Ich glaube, ich kann ohne diesen Müll leben. Ja, noch besser? Ja, selbstreinigende Galionsfigur, du hast ja einen Schatten. Noch dreimal schrubben werden sie sich verfluchen. Aber es kommt noch besser. Es kann gar nicht mehr besser kommen. Steuerbordentneblern. Die brauchen wir auch nicht. Okay, aber geben Sie mir nicht die Schuld, wenn Sie in einen Eisberg segeln. Aber es kommt noch besser. Habe ich Ihnen vom Anti-Rutsch-Anker erzählt? Aber den brauchen wir auch nicht. Jetzt hat alle Extras abgelehnt haben, dann müsste er doch vom Preis runtergehen. Ich hoffe es doch zumindest. Das lederbezogene Steuerrad brauchen wir auch nicht. Ich glaube, wir können ohne alles leben, ja? Gerade soeben, ja klar. So, Velursegelabdeckung haben wir schon abgelehnt. Jetzt hatten wir alles abgelehnt. Genug über Extras, danke. Okay, wo waren wir? Nun, was glauben Sie, was es wert ist? Jo. 4800. Alles klar, gebonkt. Prima. Wie viel? 5000, mein allerletztes Angebot. 5000 Goldstücke? Komm, das sind 200 mehr. Und ich dachte, ich könnte meinen Kindern dieses Jahr ein paar Weihnachtsgeschenke geben. Nehmen Sie es bloß mit. Ich bin froh, dass ich es los bin. Ach ja, Sie haben die Bürgschaft dabei, oder? Natürlich. Danke. Ich muss das hier mit meinem Boss besprechen. Er wird denken, ich sei verrückt, aber ich kriege ihn schon rum. Kommen Sie mit Ihrer Crew zum Dock. Ich bringe das Schiff und alle Papiere vorbei. Ich wollte nur sagen, dass ich glaube, wir haben uns heute gut kennengelernt. Ich meine, ich fühle etwas wie Freundschaft. Und ich sage das nicht einfach so zu jedem. Es war toll, mit Ihnen Geschäfte zu machen. Wirklich. Ja, Stan, mit dir auch. So ein Trottel, Arschloch. Wir sehen uns am Dock und vergessen Sie Ihre Crew nicht. Sie brauchen mindestens 3 Leute, um das Schiff zu segeln. Na, diese 3 Leute werden wir ja wohl zusammenkriegen, oder? Werden wir die zusammenkriegen? Ich denke schon, ich denke schon. Ja, damit wäre wieder mal, boah, Überlänge bis zum geht nicht mehr. Aber macht nichts, wir haben ein Schiff, wir brauchen eine Crew und dann segeln wir los, hinterher, zu LeChuck. Und das alles dann morgen, bis dann, tschüss.